eine Lohnerhöhung? Das war eine verdammte Beleidigung. Hör mal, du solltest wirklich schätzen, was du hast. Hä? Wird jemand umbringen? Was zur Hölle ist da los? Da schießt jemand! Oh Gott, wer, ich? Nö, ich nicht. Hey! Passt gut auf! Bleib wachsam. Such den Kerl! Bin gleich soweit. Jetzt, oder? Wir stecken ein! Hab ihn! Oh shit. Okay, das überleben wir wie immer mal nicht. Okay, also wir könnten natürlich mal unseren Fokus benutzen, das wäre schon nicht schlecht. Was geht hier vor sich? Mann, klappt denn hier nie irgendwas? Wenn wir gerade dabei sind, machen wir das schon mal. Und bevor das mit uns einer macht. Scheiße! Vorsicht! Geh da lang! Vorsicht! Weg! Ich fass es nicht! Los, umsehen! So, aber... Nee, keine Abbomben. Erstmal Gemcoms. Und dann das da. Ich lasse ihn nicht aus dem Visier. Was glaubst du, wie du hier wieder rauskommst? Ein Anruf, Freund. Ein Anruf. Wir sind ein Dutzend mehr. Ich lasse ihn nicht aus dem Visier. Es ist vorbei, Penner!
müssen aufpassen, dass hier keiner hochkommt. Nicht schlecht, aber ich verfolge ihn. Ist das schon alles? Ach Mist. Den krieg ich. Kein Problem. Seid es dumm, Arschloch! Da, hier lang. Ich bin sicher, da war was. Ja, ne? Komm jetzt, das Waffenrad, das ist einfach nur richtig, wenn es schnell gehen muss. Sieh ihn nicht! Ich hab ihn verloren! Na Leute, langsam ist ja gut. Dort, ich hab da hinten was gesehen. Ah, deckt mich! Hier irgendwo von da drüben macht er das. Gut. Oder auch nicht. Kontakt! Ich habe Sichtkontakt zum Ziel! Der wäre dann auch beseitigt. Die können wir ja noch mal hochgehen lassen. Den kriege ich. Aber ich stich zuerst. So, Ziel. Da ist er. Okay. Warum mache ich da eigentlich einen Wegpunkt hin? Egal.
So, der hat einen Zugangscode. Und irgendwo ist doch bestimmt auch der CTOS-Server. Das sieht nicht sehr nach Kontrollzentrum auf, aber wir können trotzdem damit auf den Server zugreifen. Okay. Hier haben wir doch wieder lustige Videos. Im Film würde der Aufzug jetzt stecken bleiben. Und wir würden uns verlieben. In dem Porno würden wir jetzt ficken wie Gorillas. Nur wenn der Aufzug stecken bleibt, natürlich. Na los, ganz hoch. Nein? Ja, das hätte mich allerdings auch verwirrt. Das sind Wohnungsüberwachungsfilme. Überwachen die tatsächlich Privatwohnungen? Und hier haben wir noch ein lustiges. Okay. Hier können wir auch noch was hacken. Okay. Irgendwie verwirren mich diese Videos immer mehr. Kamera. Hier können wir was hacken. Ach. Recycle Trashcam. Okay. Das braucht man auch in der heutigen Zeit. Na gut, entriegeln. Okay, bin drin. Jetzt receive. Finden wir raus, was du über Nikki weißt. So. Und dann... Racine. Mal sehen, wo das ist. Hab dich, Robert Racine. Okay. Mal den Wegpunkt dort setzen. Verbrecher neutralisiert. Na, das war doch mal echt das erste Mal eine gute Tat von uns. Oh Gott. Ahne mal wieder Böses mit meinen Fahrkünsten. Nun, da wir dem Selbstjustizverbrecher einen Namen geben, ändert das die Meinung der Leute? Jüngsten Umfragen zufolge nicht. Chicagos Bürger wollen Amy Pierce im Gefängnis sehen. Dieses Land. Ah!
Okay. Mein Gott, das ist eine Waffe! Raus! Was machen Sie denn? Das machen wir. So. Jetzt müssen wir... Was müssen wir eigentlich? Ich hab's vergessen. Yay. Brücke, komm runter. Zerbrechliche Ware. Eine neue Mission. Und Mission starten. Hier wurde einer von Damien angeheuert. Robert Racine. Ich fange mit dem Besitzer an. Und arbeite mich nach unten. Bleib cool, nicht den Kopf verlieren. Okay, das wird lustig. Das kann ich jetzt schon sagen. Wir versuchen es natürlich erstmal durch eine Hintertür. Ach nee, das Tor ist zu. Das auch. Finden Sie den Zugangscode zu Dracenes Büro. Als erstes brauchen wir mal unsere Schrotflinte. So. Tor. Da ist er! Jetzt aber schnell! Hier gibt kein Weg raus für dich! Du kannst dich nicht fassen, Leute! Den hole ich mir! Der letzte. Naja, den essen wir zum Frühstück. Das heißt nicht, dass man vor seinem Frühstück in Deckung gehen muss. Da ist er! Ich hab ihn gesehen! Ach, weil du... Hey! Und der letzte hat einen Zugangscode. Die Welt ist böse. So. Tor. Nee, kein Tor. Sondern Racines Büro. Das ist da oben. Abgefangenes Audiolog. Monate in der Reha. Aber jetzt steht es fest. Der Arzt meint, dass mein Bein nicht mehr heilt. Ich werde mein Leben lang am Stock gehen. Vielleicht sogar im Rollstuhl sitzen. Diese Schweine haben mich verkrüppelt. Die wollten mich warnen.
mich in ein neues Leben auf Bermuda scheuchten. Aber was könnte verdammt nochmal so wie geheimnisvoll und so gefährlich sein, dass sie einen verkörpern, der nur einen Blick darauf geworfen hat? Die haben mich nicht abgeschreckt. Die haben mich erst richtig heiß gemacht. Okay, hacken. Und erreichen. Nichts. Der Computer. Ich hack die Kameras durch den Computer. Hacken. Robert. Schön, dich zu sehen. Legst du mich aufs Kreuzband? Ich hab die Piers-Frau gebracht. Die Frau, ja. Aber ich sagte doch, lass das Kind in Ruhe. Glaubst du, ich bezahle dir mehr? Du machst alles komplizierter. Wer ist da hinter mir her? Hast du den geschickt? Hab ihn nicht geschickt. Aber ich hätte dich wohl vor Eden warnen sollen. Du musst mir helfen, oder ich sag ihm alles, was ich weiß. Und genau deshalb weißt du nichts. Er wird nicht erfreut sein, wenn er das rausfindet. Scheiße, Mann, und jetzt? Gib dir Mühe. Viel Glück. Okay, können wir jetzt aus der Kamera raus? Okay. Du verdammter Wichser. Dich lasse ich nicht entkommen. Fang an zu zählen! Au. Ja, das hat ja prima geklappt. Muss man schon dazu sagen. So, na komm, lad doch mal. Nichts, ich weiß. Oh, du hast es. Ist schon wieder. Okay, ich sollte vielleicht daran denken, dass ich nicht direkt da hinter dem dahin renne, wenn das noch nicht gesprengt ist oder noch nicht komplett gesprengt ist. Außer Reichweite, toll. Hallo? Schicken Sie endlich jemanden hier raus, okay? Wird gemacht. Ich schneide ihm den Weg ab. Okay, jetzt nur noch an dem dranbleiben. Von der Straße. Wo ist der Wichser? Da ist der Wichser. Okay, den schafft. Das haben wir nicht geschafft. Der ist aber auch gleich ganz schnell ganz weg. Ehe wir überhaupt da dran sind. Okay. Du meinst, du kannst mich sprengen? Damit können wir schon eher was anfangen. Ach, plötzlich hat er auch ein anderes Auto. Äh,
endlich jemanden hier raus, okay? Wird gemacht. Uiuiui. Gas und ramm ihn! Ich fahr in ihn rein! Du entkommst mir diesmal nicht. Bringen wir ihn von der Straße! Scheiße! Auto im Arsch! Er ist ausgestiegen! Das ist die Chance! Rammt ihn! Bringt euch in Sicherheit! Oh Gott, nein! Damit kommst du nicht durch, Mann! Oh Gott! Er blutet! War Zeit, dass ihr auftaucht! Nein! Nein! Er ist bewaffnet! Der hat eine Waffe! Wie ist der Penner auf die Seite gekommen? Nein. Hängt euch mit ran! Noch ist nichts verloren. Noch. Komm, noch ein paar Leute. Okay, den müssen wir noch irgendwie beseitigen. Ich hab eine Kugel, die darauf wartet, dass du zu mir kommst. Er ist nicht weit. Findet ihn. Kacke! Wo ist er? Kommt massig Hilfe, Jungs. Der ist bewaffnet. Nein, dieser Hurensohn! Ja, wie sollen wir den so schnell ausschalten? Wir können ja auch einfach nicht mit einem Auto hinter dem her. Dem schon näher, aber wir waren auch schon mal näher dran. Ist eine Nummer zu groß für dich.
Bitte nicht! Eine Waffe! Er hat eine Waffe! Verfickt nochmal! Bewegung! Reicht ihn ab, Leute! So, na dann auf ein neues Verfolgungsjagd. Gib Gas und ramm ihn! Wo bist du? Verteilt euch und sucht ihn! Ohne übers Wasser zu müssen. Hey, wir sind hier. Kommen wir gerade nicht so einfach von denen weg. Doch, geht schon. Pass auf, das sind Nägel! Wir verschwenden nur Zeit, er ist fort. Verarsch mich nicht, Aiden. War ich nicht deutlich genug? Lass die Finger von Jackson. Ja, was das angeht. Ein Angestellter war etwas übereifrig. Dein Neffe ist nicht auf meinem Radar. Aber wenn du wieder eigene Wege gehst... Hol meine Schwester ans Handy. Hör mal. Glaubst du, du hättest hier was zu sagen? Du sprichst mit Nikki, sobald du etwas Nützliches für mich hast. Folge der IP-Adresse und wir reden. Im Moment verschwendest du nur Zeit. Damien kennt mich zu gut. Weiß genau, wie ich reagiere. Er musste schon eine ganze Weile planen. Der Mann geht wie immer zu weit. Er wird Nikki was antun, wenn er nicht bekommt, was er will. Okay, das erste werde ich überspielen. Ich folge dieser IP-Adresse. Aber ich werde ihn nicht erwischen. Oh, so, die ist mal wieder schön weit weg. Warum steige ich aus? Das Auto ist doch noch fast ganz. Also, nicht. Womit ich eigentlich genau das Gegenteil meine. Was nun? Wieder so ein Fixer-Auftrag? Sind wir selber eigentlich Fixer? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich nicht. Okay. Diese langen Fahrstrecken irgendwie, aber gut. Ich meine, das war jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen. Und auch diese Verfolgungsjagd nicht. Aber naja. Warum geht das nicht schneller? Gibt es keine Teleportfunktion? Das bräuchte man eigentlich in jedem Spiel, eine Teleportfunktion. Überall hin, dass man schnell dort ist und nicht erst solche lustigen Fahrtouren hier machen muss. Das macht den ganzen Nonsens hier nur noch schlimmer. Ich möchte mal wissen, was auf dieser Festplatte drauf ist. Das Damien, die so schnell haben will. Erscheint muss es ja was Wichtiges sein. Ja klar, hast du alles gesehen, das habe ich auch. So, jetzt müssen wir bloß noch das letzte Stück Heil überstehen.
Also wir, nicht alles andere um uns rum. Und Damien braucht diesen Sieg für sein Ego. Ich lass ihn gewinnen. Der Pfand, ich okay. Den zweiten Hacker und er lässt Nikki frei. Und wir sind wieder an unserem ursprünglichen Versteck. Egal. Ich habe leider keine Wahl. Ja.